Oh Gott! Azur, toll! Das könnte schwierig werden! Heißt das, wir haben wirklich mal eine Herausforderung in dem Spiel? Ich glaube nicht, weil das wieder so ein scheiß Wurbot-Level ist. Na ja, mal schauen. Da muss ich ja meine Wii-Fernbedienung wieder neigen wie ein Irrer. Das möchte ich nicht! Ich verstehe die Wurbot-Level nicht. Warum sowas eingebaut worden ist, anstatt mehrere Fähigkeiten. Auch wenn die Musik nur in den Leveln ganz nett sind und wir viele Raketen schießen können. Aber let me be. Oh Gott, oh Gott. Ich will nicht. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Shit. Ich wurde verletzt. Oh Gott. Yes. Doppelaugenklappe. Der Witz wird sein, dass man dann gar nichts mehr sieht. Oder irgend sowas nur für echte Piraten. Aber dann ist man blind. So irgendwas wird da stehen. Irgend sowas Unlustiges. Hundertprozentig. Tot. So. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem Level auch wieder so nervige Abzweigungen kommen, wo ich die richtige nehmen muss, damit ich zum Schatz komme. Bis jetzt habe ich, glaube ich, sogar wirklich immer die richtige genommen. Was ist denn das? Na, das sollte ich vielleicht nicht dagegen fahren. Oh, oh. Jetzt sehe ich es erst. Das sind Strömungen. Oh. Oh, Diamant, Diamant, ich will den. Yes, und nicht in die Bomben rein. Oh, zurück, zurück, zurück. Runter, runter, runter und schnell durch. Boah. Also wie ich das jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht. Weil normalerweise fahre ich immer in jede Bombe rein, die ich sehe. Und nicht nur in Spielen, auch mit dem Auto. Moment, was? Wir haben einen Schatz. Das ist nur ein Zwischenboss, oder? Das ist noch nicht... Ach ja, genau, sonst wäre da ja schon der Käfig gewesen, also... Da kommen ziemlich viele Gegner. Okay. Erst ein halbes Herz verloren. Cool. Boom. Geht's weiter? Cool. Okay. Das erinnert mich irgendwie an Super Mario World. Da gab es auch immer solche Stachelstangen, sage ich mal, damit ich nichts Perverses oder Falsches sage. Gott. Ach. Okay, warte, ich gehe schnell durch. Und da gehe ich oben lang. Weil da... Oh Gott, das ist wieder eine Abzweigung. Wetten, der Schatz wäre unten gewesen. Sieht nämlich gerade so aus. Ja, weil da Münzen sind. Deswegen sieht es so aus. So, und du stirb. Nein, ich glaube wirklich, dass da unten ein Schatz gewesen wäre. Genau zwischen diesen Punkten. Okay, dann müssen wir das Level halt nochmal machen. Beziehungsweise ich, weil ich schneide das ja so lieb wie ich bin einfach zusammen, wenn ich wieder bei der Stelle bin, dass ihr das ganze Level nicht nochmal ansehen müsst. Aber ich muss das Ganze nochmal machen und das beansprucht dann wieder so viel Zeit. Und ich habe ja so viel zu tun in meinen Ferien. Okay, warte, ich wollte oben hin. Nein! Da war der Schatz, ja. Okay, zwei Schätze verpasst. Egal. Ich muss es sowieso nochmal machen und jetzt weiß ich wenigstens, wo die Schätze sind. Also, was? 40.000 Münzen habe ich geschafft? Warte mal. Okay. So, und jetzt kommt der Käfig, oder?
Ja, ich höre ihn schon. Hallo! Ich habe ihn abgeschossen. Warum gehst du nicht auf? Ich habe dich schon berührt. Warum? Warum? So, einer kaputt. Und jetzt noch da. Oh, fuck. Der ist nicht so leicht, der Boss, weil man da so schräg nach oben schießen muss. Und schräg nach unten. Okay. Oh fuck, mein U-Boot ist schon eh zerstört, also. Das ist egal. Aber ich habe auch genau die Hälfte meiner Herzen verloren, dass es kaputt ist. Okay, komm. Komm, Käfig. Geh auf. Dankeschön. Und jetzt Ausgang. Und ich kann das ganze Level nochmal machen. Wow, ich freue mich so darauf. Naja, dann wird wenigstens ein Wu-Boot-Part mal ein bisschen länger. So. So, okay. Okay, ich bin unten. Ich hoffe nur, dass ich beide Schätze schaffe. Das Blöde ist nämlich, dass ich ein bisschen nachlässig wurde mit meinem U-Boot. Das ist schon fast tot. Ich habe nur noch zwei Herzen, das heißt vier Treffer und kann das ganze Level nochmal machen. Und das wäre schon fast der vorletzte gewesen. So, okay. Jetzt oben halten. Geht weg, ihr bösen Geister oder Quallen. Sorry, Quallen. So, schön oben halten, schön oben halten. Oh, doch nicht oben halten. Da jetzt oben halten. So, komm, yes! Da ist der Schatz. Oder? Oder? Yes! So, blaue Koralle, gut. Jetzt muss ich es nur noch heil rausschaffen. Hoffen wir, dass das auch so klappt. Oh. Komm schon, Käfig. Lern nur rum wie ein kleines Kind. Komm, komm. So, erste kaputt. Jetzt noch rum. Komm schon. Okay. Zweiter kaputt. Und. Nein. Dritter kaputt. So. Geht auch. Ja, kannst du vielleicht ein bisschen schneller explodieren? Danke. So. Dann kann ich den Part beenden. Du interessierst mich sowieso nicht. Mir geht es nur um das Geld. Dankeschön. So. Dann noch Schätze angucken und yo. Was ist das wieder für heute? Okay. Dankeschön. Schätze. Und... Da haben wir sie. Doppelaugenklappe. Ist es eigentlich gefährlich, wenn man auf beiden Augen nichts mehr sieht? Nein, oder? Hab ja gesagt. Flaschenpost. Hilfe, ich bin in einer Flaschenfabrik gefangen. Sie liegt gleich neben der Glückskeksbäckerei. Okay, das finde ich sogar noch ein bisschen lustig. Blaue Koralle. Ein Ast einer unglaublich blauen Koralle. Einfach atemberaubend. Taugt gut als Briefbeschwerer. Okay. Gut. Also. Das nächste Mal sehen wir uns. Auf der Schlitterpiste. Oh mein Gott. Das wird wieder so rutschig werden. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.